haben Meldungen über Ska-Aktivitäten erhalten. Sei vorsichtig. Sind wir schon da? Was denkst du? Entschuldige, aber ich kann einfach nicht anders. Ich bin vielleicht der erste Akanist seit Jahren. Jahren, der eines entdeckt. Ich habe schon über potenzielle Anwendungsmöglichkeiten der Mannigfalt nachgedacht und... Dann konzentrier dich doch weiterhin darauf. Und am besten leise. So, wir sind nicht leise, sondern permanent penetrant laut. Herzlich willkommen zurück. Bäuchchen zurückhalten! Ethisches Ende. Normalerweise bin ich laut und nervtöten. Deshalb bin ich heute Bäuchchen zurückhalten! Patrick, atme! Atme! Au! What's that? Leave me! Au! So, an jeder, der die Demo-Mission kennt, wird jetzt nicht wirklich was Neues sehen. So. Vielleicht doch. Man munkelt, sie haben ganz viel geändert, das Hauptspiel. Ja, es ist jetzt deutsch und wir spielen es zu viert. Nein. Doch. Ah, die Mission kenne ich sogar auch. Die habt ihr sogar auch in Dings gesehen, wenn ihr die Preview-Videos von mir gesehen habt. Die habe ich nicht geguckt. Hey! Ich empfange nichts. Doch, habe ich gespoilert. Doch, ein paar habe ich geguckt tatsächlich. Achso, jetzt müssen wir das Ding wieder suchen, genau. Da war ja was, wo. Als erste Mal, wo wir es gespielt haben, erstmal stundenlang nach vorher rumgechillt haben. Und Martin wusste es natürlich schon und hat uns nichts gesagt. Aber er durfte uns auch nichts sagen. Was, Simon wusste es schon? Nee, du wusstest schon, weil du schon mal, weil du die Demo vor uns schon gespielt hast. Und wir haben es ja dann im Stream gespielt. Und haben halt überhaupt nichts gecheckt, dass wir da was suchen müssen und so weiter. Wir wissen, wie man sie aktiviert. In der Nähe ist ein Dominion-Lager. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis. Dafür wusste ich es jetzt nicht mehr. Ja, genau, das müssen wir da raus. Wow. Ja, siehste? Ich weiß nur noch, was danach passiert, das weiß ich noch, aber wie die Mission abläuft. Ja, da gibt's auch dieses geile Rätsel jetzt, oder? Dann ja. Danach. Ja, dieser große Raum mit den Rätseln dann. Ja, das Rätsel ist aber auch echt, also das sind echt wie voll Idioten. Ja, das sind halt Farben, ja, schön. Ja, genau, ja, schon, ich weiß es halt. Aber wir haben es irgendwann rausgefunden, das ohne dass hier? Martin uns das verraten musste. Nach gefühlt einer halben Stunde oder so. Keine Sorge, so lange werden wir heute nicht brauchen, um das Rätsel zu lösen. Na gut, wir standen beim ersten Mal genauso davor. Wenig verwunderlich eigentlich. So regelt man das. Da haben wir da gerade Tor mit sein. Da oben fliegt einer rum, Vorsicht. Regelt einer, ja. Ja, komm, ey. Oh, komm. Hau doch nicht ab. Gute Arbeit. Und jetzt lass uns rausfinden, oh, da gibt's was Legales. Über die Ruine und die Mannigfalt weiß. Ich sehe mich nach Hinweisen um. Also findet der eigentlich immer was Lilanes und ich finde gar nichts? Weil er bei Slide ist. Aber echt? Stimmt, macht Sinn. Zur Bereitschaft gegeben, bis eine Durchsuchung abgeschlossen ist. Beide Signer wurden zur Verwahrung zurück ins Lager gebracht. Speer erlag auf dem Weg nach draußen ihren Verletzungen. Wir haben sie zurückgelassen. Keine Meldung vom Soldaten im Inneren der Ruine. Jetzt wissen wir, was wir brauchen. Zwei spezielle Dominion-Signer. Ich schicke dir die Koordinaten von Dominion-Lagern in der Umgebung. So. Alles klar, auf geht's. Oh, Alter, der Turm schießt extrem schlecht oder nicht auf mich? Ja, der trifft halt alles. Voll auf mich. Er schießt nur auf dich. Ich bin fast tot. Ich bin gerade gewundert, warum er so schlecht ist. Der Turm trifft überhaupt nicht. Dummer Turm, ey. Geht immer auf die Schwachen. Richtig schlecht. Kaputt, das Ding. Alter. Weißt du was? Oh, ich komm hier hoch. Oh ja, oh bringt ja. Sie auseinander! Oh ja. Bringt sie zu Fall! Alter, was war das denn?
Ah, das ist noch ein Turm. Ja. Dominion Stürmer. So ein Kettenhund. Turm. Ja, warte, da fliegt einer. Oh, da hinten ist noch ein Turm. Lass mich mal ganz kurz in Ruhe, Jungs. Da hinten ist noch ein Gauss-Geschütz, Achtung. Ja. Ja. So, was? Richtig. Da oben auch noch was. Oh. Wo? Das Ding. Natürlich. Ah, da. Bist du jetzt da oben? Da, nicht alle auf mich. Oh, ein Heckenschütze. Hilf mir, ich muss nachladen. Was Blaues? Jetzt hier noch ab irgendwo. Da sagt nach unten. Ich glaube, natürlich. Wir haben Reich der Siegner gefunden. Aber wir müssen die Sicherheitsmaßnahmen des Dominion drumherum loswerden. Ah, ich ja, jetzt das weiß ich wieder. Möglich entschlüsseln. Drauf hängen. Bei mir ist nichts. Hier ist eine Schüssel, diesmal fix. Ja, man muss es ja auch nicht vorher entkotieren, wenn du verstehst. Ein Signum hätte ich. Jetzt noch das andere finden. Ich schicke dir die Koordinaten eines weiteren Dominion-Lagers. Ja, wo ist es da hinten? Gib Gas! Frosthunde. Oh, so ein Frosthund wäre jetzt auch toll. So ein bisschen Loot. Mit dem würde ich die ganze Zeit rumliegen. Ey, die spucken Scheiße auf mich. Vielleicht sind Wissenschaftler. Exkrementalphysiker. Stör die nicht. Glaub's auch, dass das ist. Bin leider überhitzt. Was stell dir bei vor. Dem? Bei dem, wo der nicht, nee, bei dem, wenn er nicht Wunder nimmt, ja. Aber nicht mit dem Anzug, oder? Ist der Elz. Oh, oh. Wo müssen wir denn hin? Da, da hoch. So hoch war das. Oh! Minion Stürmer! Oh, oh. Help! Unterstützung. Simon, ey. Ja, Simon. Ja, im Kino und im Krieg sind die besseren Plätze immer hinten. War der Schiff jetzt auch gleich? Oh, da ist ein ganz schön. Was denn? Dominion Frostbrecher. Und wechseln. Boah, oh, genau beim Ball öffnet sich so ein Spalt. Oh. In die Menge! Bringt sie zu Fall! Geht nicht auf die Türme! Komm jetzt! Ey, ein Dominion Frostbrecher, da stelle ich mich freiwillig hin. Komm, Du Alter, da ist ein Schaden reinhauen. Volles Gesicht geschossen. Loot. Einer Loot. Was Blaues. Tut der Looter-Seele gut. Hier ist was. Wurde das ebenfalls geschützt? Bleibt sehen, wie ich hier stehe. Aua, sie kommen von Norden. Und das.
Böse Wichte. Aber zur Ruine, ja, und versucht, die Tür zu öffnen. Jetzt weiß ich auch, warum sie in der Demo die Mission genommen haben. Wenn ich mir das überblicke über die ganze Mission, die wir bis jetzt gemacht haben, ist es halt eine, die ein bisschen länger ist. Ja. Turm? Ausnahmsweise, ja. Müssen wir da oben drüber oder unten? Ich bin unten lang. Bind dir mal runter, dass, falls es oben rüber geht. Ne, du musst außen rum und dann kommst du. Bin da. Also außen rum und dann. Ja, passt. Ja, einfach dieser blauen Markierung folgen. Der Brunnen. Ach, ist das nicht das, was wir letztes Mal so ewig gesucht haben? Ja, haben wir doch gerade vorher gesagt. Mann, Ah, hab ich nicht mitgekriegt. Beim Kampf bin ich eben konzentriert. Wir haben aber gerade nicht gekämpft. Da haben wir nicht gekämpft, wo wir das gesagt haben. Du meinst, bis man nicht kommt. Kommt einfach nicht mehr raus. Das ist ein Blutrausch. Ja, siehst du doch, das Schild ist immer noch oben. Tötet sie! Dann ist das Schild oben, wird man dich loben. Ach so. Aber irgendwas haben wir ja dann falsch gemacht. In der Demo spielt man die Mission mit zur Stufe 10 oder so. Und jetzt sind wir schon doppelt so weit. Naja, egal. Schneller drauf. Ja, natürlich eher nicht. Soldaten, die in dieser Kammer eingesperrt waren, verhielten sich merkwürdig. Das ist irgendwie so ein blaues Zeichen, siehst du das? Nee, was macht man damit jetzt? Keine Ahnung. Ja, so ein gelbes. Muss man das jetzt auf gelb ändern oder so? Das kann ja nicht sein, oder? Kann gar nicht sein. Nee, glaube ich auch nicht. Nee, das ist ein Auge hier. Man doch. Ja. Haben wir einen scheiß Innenarchitekt, der hat's mit Farben nicht so. Ich hab die Mannigfalt gefunden, aber sie wird von einer Art Barriere geschützt. Sie ist zu irgendeinem Zweck mit der ganzen Gestalterstruktur verbunden. Du musst die Verbindung unterbrechen, bevor die Mannigfalt entfernt werden kann. Ich ändere das mal ab. Ja, mach mal, ich stehe mal gleich da. Dann ist es nicht nehmen. Warte, so, das eine soll gelb sein, das sieht irgendwie so grün aus. War gelb hier. Ja, okay, dann hab ich's. Meins ist gewählt. Mein Rätsel. Nee, meins nämlich. Dann löse ich das halt mal auch. Au! War das nicht hier unterhalb? Irgendeins war unterhalb, ja. Eins war unterhalb, ja. Da ist ein grünes. Aber ich glaube, das ist so ein. Ah, ne, das ist so ein Ding zum Einsammeln. Ah, ja, ich hab's, ja, okay. Blume. Dann ist das, wo hinten ist. Da, wo die Wand, dass das seitlich ist, ne? Irgendeins hier oben ist rot. Okay, ah ja, das ist rot. Ja. Die Barriere ist weg. Sei bloß vorsichtig. Die Mannigfalt ist sehr empfindlich. Und gefährlich? Das wahrscheinlich auch. So. Dann gehen wir mal die Missionen ab. Reden Warum heißt Leuten. Die wohl dreifache Bedrohung? Verstehe nicht. Wahrscheinlich, weil wir drei Camps machen mussten, ne? Weil es drei Rätsel waren. Also das ist für uns eine ziemliche Bedrohung, für den Gehirnschmalz. Ja, wenn du es nicht weißt, dann... Ja, naja. Dann stehst du vor dem Tor und kommst nicht rein, ne? Expedition abgeschlossen. Wie viel habe ich? 2. Ja. Einfach nur zwei. Jawohl, Mann. Hauptsache mehr als Simon. Hauptsache mehr als Martin.
Hauptsache mehr als Madel. Als alle. Hauptsache nicht letztes Mal hat die meisten Punkte überhaupt. Ja, letztes Mal schwer. Das war mit einem riesigen Erfolg. Ja, das waren glaube ich 100. Hauptsache mehr als Madel. Oh, Schildverstärkung. Wir haben einen Nebenkomponenten-Slot freigeschaltet. So oh, geile Waffe in weiß. Ja, ich habe auch gerade was in weiß gehabt, gleich zerstört. Arkanisten-Loyalität 2. Brunnen gereinigt. Wow. Gerade wollte ich gucken. Okay, 1, 2, 3. Da ist die Quest. 5. Geht ja noch. Können wir schnell hinter uns bringen. Hallo, willkommen zurück bei Onkel Vonnies. Hi, Serena. Wir haben neue Waren, die dir gefallen können. Aber vielleicht findest du... Okay, das interessiert... Okay, du weißt, dass Tessilare super süß sind. Okay. Gut. Ich habe also ein paar Freelancer... Wie hast du das denn gemacht? Sie schuldeten meinem Onkel Vonnie einen Gefallen. Als ich die Käfigtür öffnete, das war so traurig und süß. Aber tatsächlich schlief er nur. Denn er gähnte, öffnete... Wow. Wie fühlte sich das an? Als ob man von einer statischen Aufladung... Aber dir geht's gut? Klar. Ich meine, es kribbelt zwar immer... Weißt du, irgendwie er... Wirklich? Ja, ich glaube, es liegt daran, wie du... Hey, vielleicht solltest du dir unsere Schick... Klar. Hey, reden so viel Quatsch. So viel Quatsch. Es ist wieder die... Okay. Hallo, Merelda. Tut mir leid. Ich dachte, es wird besser, wenn du wieder da bist. Alles okay? Ich habe nur nachgedacht. Früher habe ich... Und was haben wir gesagt? Ich wusste nie, wo ich anfangen soll. Hat die Hymne dich zurückgebracht? Ich glaube, die Hymne hatte nicht... Natürlich hat sie das. Das gilt auch für dich. Also, was... Ich bin Leuten begegnet, die Hilfe brauchten. Ich wusste, dass ich dich gut erzogen habe. Man tut, was man kann. Hey! Ich bin deine Mutter. Ich muss ehrlich zu dir. Warum bist du nicht eher zurückgekommen? Ich habe schon vorher versucht, die ganze Situation zu... Du versuchst es schon wieder? Du willst mich... Ich versuche in die... Glaubst du, ich erkenne mein eigenes Kind? Verletzt? Wann? Ich konnte nichts tun. Dein Vater... Wie er... Ach... Vergiss es. Ja, das ist ein... Gute Idee. So. Oh. So, und von den Türen erschlagen. So etwas? Auch noch. Hey, ich hab was über jemanden gehört. Das bezweifle ich. Ja, klar. Halt dich fest, denn das Sentinel Dax ist in Wirklichkeit. Das weiß jeder im Vor. Echt? So da. Ja? Oh, aber es ist trotzdem ziemlich interessant, oder? Vielleicht, wenn man... Okay, schon verstanden. Du kommst doch trotzdem weiter zu mir. Habe ich noch nie getan. Also zwischen uns... Nein. Puh, ein Glück. Nein, nein. Nein. Schon verstanden. Das nächste Mal werde ich dir ein besserer Freund sein. Nicht so. So. Den auch abgefrühstückt. Mit ihm reden, da reden. Lin. Dann renne ich schnell zu Lin. Und danach die beiden Story-Missionen. Und dann... geht's weiter Richtung Dämmerungsschild. Ich hoffe mal, da kommt dann nicht so viel. Sondern wir kriegen die beiden Schild. Ich möchte nämlich gerne mal in die große Endschlacht. Und Owen eine verpassen. Kleinen Verräter. Das ist die Aktuelle. Ich dachte mir, dass ich dich hier finde. Nicht mehr lange. Mora und ich. Und weißt du was? Ich bin aufgeregt. Und das haben... Ich versuche nur das Richtige zu... Und das hast du. Du... Vielleicht kann ich mich irgendwann revanche... Jo, sie redet kurz sympathisch. Nice. So. Fangen wir mit Matthias an. Blink, blink. Freelancer? Den hier. Ich hatte gehofft, Sie zu treffen. Ich wusste nicht, dass... Tut mir leid, ich arbeite für Corvus. Mein Name... Sie erwähnte, dass Sie Ihnen im Kampf... Ich erfülle nur meinen Teil. Klingt nach einem großen... Würden Sie vielleicht mit... Wieso fragen Sie?
Es ist ungewöhnlich. Sein Name... Aber mir vertraut er sich nicht an. Darum dachte ich... Jawohl. Versuchen noch mehr kümmern. Nicht. Genauso sehe ich das. Warum redet er nicht mit... Ich habe es versucht. Ich Er hat sich von mir distanziert. Gut möglich, dass er sich einer... Genau. Klar. Hält viel hey, ich will nicht mit meiner Person reden, die mir am nächsten ist. Aber mit dem Unbekannten, darüber rede ich. Mit dem rede ich über das Problem. Ach Gott. Hm. Wow. Amal hieß ja nicht Leeton. Ach Gott. So. Müssen in der Sequenz kommen. Matthias! Ja. Ah, hallo, hallo. Hier ist die Mannigfalt. Ah, interessant. Viel kleiner als erwartet. Hm. Rütteln tut dir nichts. Hoffe ich. Okay. Ja. Hier. Und. So. Okay. Aktivier sie. Nochmal. Irre ich mich oder passiert da nichts? Okay, schon gut. Okay. Mal sehen. Ja, das ist hier. Ja, alles da. Die Kontakte stehen. Ah, alles klar. Es gibt da eine altbewährte Technik. Funktioniert immer. Matthias! Das ist neu. Unglaublich. Nimm deine Pfoten weg. Was läuft hier schief? Ich habe ja einen Stoß verpasst. Mannigfalt, Definition, Amplifikation oder Multiplikation. Wir wurden vervielfacht. Das ist totaler Skorpdreck. Moment, Moment, das kann aber nicht sein. Du bist aggressiv, ich nicht. Und er ist... Wir sind einfach dreigeteilt worden. Division... Natürlich, die inverse Funktion der... Ihr wurdet geteilt? Das ist nicht gut. Physisch vervielfältigt, psychisch geteilt. Wir sind eine dreigeteilte Persönlichkeit. Nein! Nein, nein! Mit der Mannigfalt stimmt etwas nicht. Wir machen das rückgängig. Die Dominion-Soldaten in der Ruine, es waren drei. Ob das ebenfalls die Mannigfalt war? Drei Dominion-Soldaten? Dreimal der gleiche? Bin mir nicht sicher. Checken wir das. Richtig. Jede Information hilft. Wartet! Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ärger aus dem Weg gehen? Ärger ist mein zweiter Name. Nein, der ist Errol. Hey! Fokus! Ja, Errol. Los. Richtig, Kumpel. Oh. Yay, Überraschung. Da ist wieder eine Expedition. Wir reden mal schnell mit denen in der Bar. Okay, nee, will ich mir nicht anhören. Oh nein! So. Sie? Hey Max, hast du mal kurz Zeit? Klar. Der hier geht. Es geht um Methai. Der schon wieder. Um genau zu sein. Wow, okay. Da war ein Gestalterrelikt. Die sind vollkommen anders als der Typ, der deine Bar verwüstet hat. Oh. Außerdem wären sie beinahe zu Schleim geschmolzen. Lass gut sein. Ich, wenn du sagst, dass sie sich benehmen werden, lass... Danke, Max. Erzähl es nur nicht weiter. Ist das so eine Marotte von Regulatoren? Nee, ach was. Ich kenne Reg... Aber wir sind hier nicht in Heliost. Das Grenz... Bist du aus Heliost? Ursprünglich? Nein. Meine Familie. Schmuggler bleiben eigentlich. Ich wurde in einem Läufer auf halbem Weg zwischen Bastion. Ist diese Bar wirklich wertvoll genug, um dich hier festzuhalten? Ich war an vielen Orten. Hab vieles gemacht. Ich kenne Leute, kenne alle Nachschublinien. Und ich kann innerhalb einer von Sentinels bewachten Stadtmauer auf einem bequemen Sessel sitzen. Außerdem gefällt es meiner Frau besser, wenn ich regelmäßig... Gut, so. Nope, durch.
ich heiße Amal und bin dein Barkeeper. Freut mich, dich kennenzulernen. Hast du meine Stimme erkannt, als ich Freelancer sagte? Hätte ich das tun sollen? Nun, ich habe in der ersten Staffel von Wach der Dämmerung mitgespielt, also dachte ich, es wäre möglich. Wirklich? Wie hieß dein Charakter? Sentinel 2. Sentinel 1 öffnete das Tor, aber ich war immer an seiner Seite. Nur in der ersten Staffel? Ja, in der vorletzten Folge der ersten Staffel wurde ich von einem Scorpedon getötet. Das ist der Sprecher aus Game 2, in der Tat. Was für ein Pech. Ja, aber so ist das Leben, stimmt's? Man muss was einstecken können, wenn man Schauspieler sein will. Wer weiß, vielleicht bekommst du ja noch eine Chance. Wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, Wach der Dämmerung wusste nicht, was sie an mir hat. Hey, du bist ziemlich... Okay. Es gibt diese Lady, die in die Bar kommt. Wie kommst du darauf? Sie sagte, und ich zitiere, ich fühle... Und wo liegt das Problem? Erstens, sie ist verheiratet. Zwei, ich kann einfach nicht Nein sagen. Tu einfach so, als wärst du ein Charakter, der richtig gut... Das ist eine hervorragende... Ich glaube, mein Charakter wird freundlich, aber bestimmt sein. Klingt, als ob du das... Du bist sehr... Wenn ich mal in der Klemme stecke. Super. So, nächste Mission abgeben. Ich hoffe, jetzt will keiner mehr was. Nein, nein, gut. Gott, haben die mir so viel Redebedarf. Sie da oben? Hier war ich noch nie. Nope, hätte ich mal vorher auf die Map geguckt. So, guck, was sie zu sagen hat. Was soll das heißen? Wir können uns die viel zu viel Raum, um noch irgendwie. Schatz, wir wurden von Ska überrannt. Also, ich wüsste nicht, warum uns das davon abhalten sollte. Wir heuern einfach zusätzlichen Schutz an. Ah, da war ich echt noch nie drin. Okay. Bitte hasse mich nicht dafür, aber der Link, für den du... Bis zum Ellbogen in einem Ursex gesteckt hast? Eher bis zum Handgelenk. Aber ja, da waren nicht alle Infos drauf, die ich brauche. Schon wieder. Aber du hast doch gesagt... Ich weiß, ich hab's verbockt. Erinnerst du dich an das Tagebuch meiner Tante? Das beweist, dass es eine Verbindung zwischen dem Herz des Zorns und der Smaragdschlucht gibt? Ja, es wurde gestohlen. Was? Wann? Vor ungefähr 2 Monaten? Warum hast du mir das nicht gesagt? Weil ich dachte, wir könnten die Information zurückstehlen, ohne es direkt mit den Dieben aufnehmen zu müssen. Die Gesetzlosen in der Höhle. Sie haben das Tagebuch gestohlen. So ungefähr. Sie arbeiten für den Kerl, der es gestohlen hat. Einen Arsch namens Talon. Wie ist das passiert? Unwichtige Details. Was geschehen ist, ist geschehen. Wir müssen einfach weiter nach vorne sehen. Okay. Was machen wir jetzt? Wir überfallen Talon und stehlen das Tagebuch zurück. Und dieses Mal kommst du auch wirklich? Du lässt mich so unzuverlässig klingen. Natürlich komme ich. So, gut, dann haben wir Missionen fürs nächste Mal. 2 Story-Missionen, auf denen geht's dann hoffentlich ab. Ohne viel Gequatsche. Danke fürs Zusehen, ich bin raus. Gesell mich wieder zu den anderen und schwitz noch ein bisschen. Ich wünsche euch ein paar kühle Tage. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Anthem. Macht's gut.